Bundeswirtschaftsminister Klement hat im Streit mit seinem Kabinettskollegen Trittin um den Emissionshandel den Zeitplan infrage gestellt. Der EU-Termin Ende März für die nationale Aufteilung der Abgaszertifikate müsse nicht zwingend eingehalten werden, sagte Klement. Auch Bundeskanzler Schröder hält es für möglich, dass für eine Einigung mehr Zeit gebraucht wird. Im ZDF machte der Kanzler aber klar, dass notfalls er im Streit zwischen beiden Ministern entscheiden werde. Im Zuge ihrer Sparbemühungen prüft die Bahn die Wirtschaftlichkeit der Reisezentren. Das Unternehmen wolle stärker auf den Ticketverkauf über Automaten und das Internet setzen, so ein Bahnsprecher. Zum Umfang von Schließungen äußerte er sich nicht. Nach Angaben der Gewerkschaft Transnet werden vor allem auf dem Land Verkaufsschalter wegfallen. Nur in größeren Städten solle es noch Reisezentren geben. Hier in Bad Soden könnte mit dem Fahrkartenverkauf am Schalter Ende 2005 Schluss sein. Der kleine hessische Bahnhof steht angeblich auf der Liste derjenigen Standorte, an denen der Ticketverkauf in Zukunft nur noch am Automaten möglich sein soll. Etwa 30% der Reisezentren drohen nach internen Plänen der Bahn AG das aus. Unverständnis bei den Kunden. Da kann man nicht mit Dienstleistung werben, wenn man keine Dienstleistung bietet. Es gibt ältere Leute, die haben keinen Zugang zum Internet oder die kennen sich damit nicht aus. Und es gibt auch viele ältere Leute, die sich an dem Fahrautomat, an dem Automat nicht auskennen. Und ich denke mal, das wäre schwierig für die Leute. Die Bahn verweist auf ein geändertes Kaufverhalten der Bahnkunden. Beispielsweise werde das Internet immer wichtiger. Hinzu kämen Wettbewerbsnachteile gegenüber der Konkurrenz. Es ist natürlich so, dass wir in einem harten Wettbewerb stehen als Bahn. Und wir müssen auch beim Vertrieb Kosten haben, die in diesem Wettbewerb Bestand haben. Es geht auch um die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und letztendlich dabei natürlich auch um die Angebote für unsere Kunden. Für die Bahngewerkschaft hingegen gehen die Pläne an den Kundenbedürfnissen vorbei. Was auch die Kolleginnen und Kollegen sehen, ist, dass die meisten Kunden, und zwar über 70%, ihren Fahrschein bei einem Menschen, sprich entweder im Reisezentrum der Deutschen Bahn oder in einem Reisebüro kaufen möchten. Lediglich 4% kaufen übers Internet. Und das sind doch eigentlich Zahlen, die sehr deutlich sprechen. Und die sollte sich die Bahn ruhig noch einmal angucken. Doch das Aus für viele Fahrkartenschalter scheint beschlossene Sache. Persönlichen Service wird es wahrscheinlich bald nur noch in Großstädten geben. Delfine und Schweinswale sollen in europäischen Gewässern künftig besser geschützt werden. Die EU-Agrarminister beschlossen in Brüssel ein Bündel von Maßnahmen, die vom kommenden Jahr an schrittweise greifen sollen. So soll zum Beispiel der Einsatz von Treibnetzen in der Ostsee von 2008 an verboten werden. Nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsministerin Künast verenden jährlich weltweit bis zu 300.000 Tiere als Beifang in den Netzen der Hochseefischer. Das erste Rumpfteil des neuen Airbus Großraumjets A380 wurde heute in Hamburg auf ein Schiff nach Toulouse verladen. Normalerweise werden die Einzelteile mit dem Flugzeug zur Endfertigung nach Frankreich gebracht, aber die Bauelemente des A380 sind zu groß. Flügel und Triebwerke werden von anderen europäischen Airbus-Werken zugeliefert. Im Mai soll in Toulouse dann begonnen werden, das erste doppelstöckige Großraumflugzeug zusammenzubauen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. März.